Heute zeige ich euch anhand von der Kali App und dem Kali Adapter, wie ihr euren BMW kodieren könnt. Als erstes steckt ihr den Kali Adapter in die OBD-Schnittstelle ein. So, wenn der Adapter eingesteckt ist, startet ihr das Auto. Dann nehmt ihr euer Handy, geht in die Einstellungen, WLAN-Einstellungen und verbindet dann den Kali-Adapter mit dem WLAN. Das ist in meinem Fall schon passiert. Dann geht ihr raus und geht dann schon in die Kali-App. Und links wird dann das Modell angezeigt. Da könnt ihr dann euer Modell aussuchen. In meinem Fall ist das ein BMW F21, ein Benziner und das Modelljahr müsst ihr noch auswählen. In meinem Fall 2019. Dann klickt ihr unten auf Verbinden. Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, dann klickt ihr unten auf OK und Los und dann könnt ihr hier auf Kodieren klicken. Zum Kodieren, dann werden die Kodiermöglichkeiten überprüft. Das dauert jetzt wieder einen Moment. So, die Steuergeräte wurden jetzt erfolgreich ausgelesen, ihr klickt unten auf OK und dann könnt ihr hier schon auswählen zwischen den verschiedenen. In unserem Fall machen wir das jetzt am Beispiel von der Motor-Start-Stopp-Automatik, weil es meines Erachtens einfach das Sinnvollste ist, was man an seinem Auto auskodieren kann. Ihr klickt hier dafür auf FEM auslesen. Dann wird auch ein Backup erstellt. Somit, falls ihr nochmal auf den Originalzustand wechseln möchtet, könnt ihr das dann einfach wieder über das Backup machen. So, das Backup wurde erfolgreich erstellt. Und dann seht ihr direkt hier ganz oben Start-Stopp-Automatik-Memory. Das bedeutet, wenn ihr das Auto angeschaltet habt und gefahren seid und die Start-Stopp-Automatik ausgeschaltet habt, so wie es jetzt hier ist, dass die Lampe leuchtet und ihr das Auto dann ausschaltet, dann wird es beim nächsten Start immer noch ausgeschaltet sein. Ihr könnt auch hier die Automatik standardmäßig auswählen. Das ist hier der untere Teil. Da ist die dann automatisch immer aus. Könnt ihr euch aussuchen, ist eigentlich relativ egal, welches ihr da auswählt. So, in meinem Fall klicken wir jetzt hier auf An, klicken auf Kodieren, den Haken setzen, Stimme zu, kodiere jetzt. Dann dauert das jetzt wieder einen Moment und das wird kodiert. So, kodieren war erfolgreich. Jetzt bitte einmal die Zündung ab und wieder anschalten, steht dort. Das müsst ihr auch dann einmal machen. Könnt ihr hier auf OK klicken, dann könnt ihr die App beenden. Schaltet das Auto einmal aus, Zündung auch komplett ausmachen, wieder an,